Die Lage nach den schweren Erdbeben in Ecuador ist nach wie vor erschreckend. Das berichtet Rainer Gröger, Teamleiter der Liebenzeller Missionare. Zusammen mit einheimischen Mitarbeitern verteilt er Wasser, Medikamente und Lebensmittel in der Stadt Pedernales, die zu 80% zerstört ist. Das christliche deutsche Hilfswerk Homedica ist mit einem 7-köpfigen Einsatzteam aus Ärzten und Pflegern vor Ort. Die christliche Hilfsorganisation Geschenke der Hoffnung unterstützt von Deutschland aus eine mobile Krankenstation in dem südamerikanischen Land, in der 40 Ärzte und Pfleger die Verletzten versorgen. Bisher kamen über 500 Menschen ums Leben, über 4.600 wurden verletzt. Auf scharfe Kritik von allen Bundestagsparteien sind die Forderungen der Alternative für Deutschland nach einem Minarett und einem Burka-Verbot gestoßen. Auf dem Bundesparteitag Ende April soll entschieden werden, ob sie in das Parteiprogramm aufgenommen werden. Die kirchenpolitischen Sprecher hatten sich besorgt über den Kurs der AfD gezeigt. Franz Josef Jung von der CDU-CSU-Bundestagsfraktion kritisierte, dass die AfD mit dem Islam pauschal einen ganzen Glauben diffamiere. Nach Einschätzung der SPD-Politikerin Kerstin Griese schürt die AfD auf hochgefährliche Weise haltlose Vorurteile. Die Bundessprecherin der Christen in der AfD, Annette Schuldner, sagte der evangelischen Nachrichtenagentur IDEA, dass es der AfD nicht um ein Islamverbot in Deutschland gehe. Man wolle aber verhindern, dass Deutschland immer islamischer werde. Gleichzeitig stehe man klar zur Religionsfreiheit. Die evangelische Kirche versteht sich zu einseitig als Kirche des Wortes und hat dabei den Heilungsauftrag an den Rand gedrängt. Das sagte Pfarrer Sven Schönheit auf dem 5. christlichen Gesundheitskongress am vergangenen Wochenende in Kassel. Seiner Meinung nach sollten Heilungsdienste ein fester Bestandteil des Gemeindelebens sein. Sehen Sie einen Kommentar von ihm zur Frage, wie Heilung geschehen kann. Wir haben zunächst den ganz persönlichen und auch privaten Rahmen, Menschen erkranken. Und sie bitten Gemeindeglieder, das können Kirchenvorsteher sein oder andere engagierte Christen und Christinnen, dass sie mit ihnen konkret beten und ähnlich wie das im Jakobusbrief Kapitel 5 beschrieben wird, Hände auflegen, den Kranken möglicherweise auch mit Öl salben und für ihn beten. Darüber hinaus bin ich überzeugt, dass Heilung nicht beschränkt sein sollte auf den Raum der Kirche, des Gemeindelebens, sondern jeder Christ, der mit dem lebendigen Christus rechnet, da wo er lebt, erwarten darf, dass Gott auch solche Gelegenheiten schenkt. Menschen erkranken überall um uns rum und vielleicht sind es Nachbarn, Kollegen. Und erstaunlicherweise sind Menschen oft sehr offen dafür, wenn man ihnen im diskreten Sinne einfach anbietet, du, ich könnte auch für dich beten, vielleicht zu Hause und wenn es sich ergibt, auch direkt.